Ja, ihr hier, ich auch. Scheint, es soll ein Review werden. Ja, wir haben die ASR von AS hier zu Gast, die ASR 15 im Carbine Bundle System oder als Carbine Edition mit dem Bundle. Und das Bundle sind diese Anbauteile und noch ein paar mehr. Ja, und mehr dazu nach dem Intro. Wir sind natürlich Angry Unicorns, aber das hier ist Angry Review. Wir haben hier heute die ASR 15 zu Gast in der Carbine Edition. AS ist Airsoft Systems Limited und die kommen aus Bulgarien. Laut Karton. Also ich kenne AS Systems, also Airsoft Systems von den MOSFETs. Die haben dieses ACSU rausgebracht damals, was ja, bis zu den Gate Titans eigentlich das beste ACSU oder das einzige ACSU war, das es gab. Es gab daneben noch Chimera und ein paar andere Formate, die aber auch irgendwie dauerhaft ausverkauft waren und unglaublich teuer waren. Aber die waren wirklich gut. Und ACSU hat es das erste Mal zu einem bezahlbaren Preis gemacht. Ja, was haben wir jetzt hier vor uns? Wieder eine M4. Einfach und schlicht in Schwarz gehalten. Es ist die erste Airsoft, die Airsoft Systems hergestellt hat. Wir haben jetzt hier, wie gerade schon angesprochen, die Carbine Bundle Edition. Das heißt Bundle deswegen, weil in der ersten Version, die Airsoft Systems auf den Markt gebracht hat, die mit der Airsoft von innen vom Aufbau vollkommen identisch ist. Es sind nur Anbauteile dazugekommen, wie eine QD-Slingaufnahme und so weiter. Das zeigen wir gleich beim Unboxing, beim Zusammenbau. Da haben Teddy und ich uns die mal so ein bisschen anguckt, als wir den Karton einfach aufgemacht haben und mal so ein paar Sachen angebaut. Da seht ihr auch so den Lieferumfang. Also das kommt jetzt. Ja, herzlich willkommen hier bei Angry Review. Wir haben heute die ASR 15 auf dem Tisch und jetzt folgt erstmal das Unboxing. Viel Spaß. Der Teddy und ich, wir stehen jetzt zusammen gerade. Hallo. Ja, Teddy hat gerade gewunken. Ja, wie ihr seht, ist das ein schlichter Karton in weiß gefärbt mit dem ASAR-Aufdruck und dem Logo von ASAR, also von AS, das ist ja, ne? Der Hersteller von den MOSFETs. Und in dem Karton sieht man dann eigentlich auch nur die Knifte direkt. Die liegt mittig im Karton. Da werden wir da die Prüf. Protokoll. Die Waffe ist mit 1,5 Joule durchschnittlich gemessen worden und wohl auch bei Belgardi sehr konstant gemessen worden. Da messen wir natürlich gleich nach in Chrono. Was wohl bei der Waffe bis jetzt immer ein ganz großer Kritikpunkt war von vielen Käufern, ist, dass die ersten Versionen, die rausgekommen sind, wohl mit ziemlich mager abgespeckt herumkamen. Ich glaube, das waren einfach nur die Waffe und ein Magazin. Genau, war die Waffe und das Magazin. Also hier auch nochmal die Waffe, so in der Kurzform sozusagen. Genau. Das Magazin, was dabei war. Genau, das ist also, wir hatten keine Sights dabei, kein Handgriff, kein, also eigentlich nichts, ne? Außer die Waffe und das Magazin. So, und da hat sie natürlich dann, was ich auch ganz gut finde, AS gesagt so, okay, gut, das nehmen wir uns ganz gerne an und machen daraus halt dieses Bundle, was wir jetzt hier vor uns liegen haben. Ja. Genau. Und es hat, glaube ich, auch keinen Aufpreis gekostet. Ich glaube, die Waffe ist vom Preis her genau konstant geblieben. Und was für Käufer, die das haben, ich weiß nicht, ob ihr genau kontaktiert werdet, ihr kriegt diesen Beutel auf jeden Fall nachgeliefert. Genau, richtig. Findet man von Begadi und von AS ziemlich genau stark. Ist cool gemacht. Ja. So, dann wollen wir uns doch, glaube ich, mal den Beutel angucken, oder? Gerne. Ja. Gucken wir uns mal den Beutel an. Ich reiß mal auf. Versuche es so zu machen, dass man es nachher wieder schließen kann. Oder auch nicht mehr. Ja, doch, hier in der Mitte. So, hier ist ein Griff. Den könnte man vorne, glaube ich, dran machen. Allerdings müsste man dafür vorher erstmal Plätzchen dran machen. Hier ist eine QD-Aufnahme, also eine Aufnahme, die man an Rail dran machen könnte. Oben. Und das ist auch nicht der. Verkehrt, das habe ich auch so noch nicht gesehen gehabt. Nee, ich auch noch nicht. Aber das hier ist ja für oben auf die Rail. Und das hier könnte man hinten in den Stützenloch, Stützenknopf. Wie heißt das Ding eigentlich hier? Hülse. Aber auch das dann? Ja, ist auch eine QD-Aufnahme eigentlich. Aber eine QD-Aufnahme, aber deswegen war ich nicht so. Genau, die QD-Aufnahmen. Hülse, wir lassen halt das immer so ungeschnitten drin, wie wir darüber diskutieren einfach.
Was haben wir noch? Das sieht aus wie Sides. Genau. Oh, Iron Sides. Einstellschlüssel. Und Einstellschlüssel. Kannst du vielleicht mal öffnen? Gerne. Also verschweißt, schade. Oh, hier ist noch eine QD-Aufnahme. Also eine zweite QD-Aufnahme. Eine zweite QD-Aufnahme. Das heißt, man könnte eine direkt in einen Tupolz-Link nutzen. Das ist für Teddy eigentlich mega geil. Mir ist ja der immer egal, welchen Link ich da verwende. Aber Teddy ist ja voll der Two-Point-Sling-Freak. Genauso wie Dash. Richtig. Ja. Weil du weißt, wer Kimmer ist. Es ist auch klüger, weil man kriegt sonst immer das Ding in die Schnauze. Aber ich habe lieber ab und zu Knauf in der Schnauze, als die Klüfte nicht hochzukriegen. Und was wir auch noch haben, sind Rails, Anbau-Rails mit diesen Schubhülsen drunter. So, die kann man dann so einklicken und muss die nur eben festschrauben. Also das ist eigentlich auch ein ganz cooles System. Nutzt ja ICS zum Beispiel auch schon lange. Fühlt sich aber ziemlich schwer an. Ja, sind, also das heißt, sind auch aus Metall, habe ich gehört. Ja, Metall, aber die fühlen sich auch aus, also ich weiß nicht, ob es Aluminium ist. Kann sein. Man riecht. Aber das ist ja mein Favorite, ich rieche ja an allem erstmal. Ich rieche ja auch an allem, also an der Kamera, an allem. Achso, um das mal zu zeigen, also das sind jetzt ausgepackt die Rails, einmal hinten. Die Sides. Entschuldigung, sag ja, die Sides. Einmal hinten und einmal vorne. Ganz mal zum Aufklappen. Und hier haben wir dann einen Knopf, oder vorne, wo man drauf drücken kann, dann kann man das Ganze dann umlegen. Und dann wird das Ganze dabei. Und nicht ganz vergessen, zweifach einschaltbar. Genau. Und seitlich ist er, glaube ich, genau, seitlich ist er hier über die Schraube einstellbar. Also in der nach rechts, nach links. Genau. Ne? Ja, was mir direkt auffällt, ist, die haben den Schlüssel dazu geliefert, um das Teil festzuschrauben. Finde ich ganz cool. Ich meine, jeder hat eigentlich in der Airsoft Welt 1000 Schlüssel, aber wenn ich jetzt Anfänger wäre, hätte ich ihn natürlich nicht. Ne? Und, aber die Sides fühlen sich auch gut an. Also die haben keine scharfen Kanten, sind extrem gut gefertigt. Also fühlen sich zumindest extrem gut gefertigt an und sehen auch schick aus eigentlich. Also die habe ich so auch noch nicht gesehen, okay, muss ich sagen. Oder? Hast du die schon mal so gesehen? Die Sides so in der Form? Nein. Eigentlich ist es schade, dass sie nicht mal einen zweiten Airschlüssel mit dabei gepackt haben, weil da werden wir bei der Rails Probleme kriegen, weil das nicht rein. Ja, aber ich habe. Aber das ist ja nicht so klar. Genau, ich wollte gerade sagen, also man hat ja nochmal die ganzen Dinger drin. Wo ist halt wirklich doof, wenn du jetzt gar kein Werkzeug zu Hause hast, ne, dann muss halt mal extra noch so einen Key dabei kaufen oder so einen L-Schlüssel dabei kaufen. Also ich würde sagen, wir stellen uns die Airsoft jetzt erstmal so zusammen, wie wir die gerne hätten. Genau. Also schrauben die jetzt gleich zusammen, wir lassen gleich die Kamera derweil laufen, dann seht ihr auch so ein bisschen die Abläufe hier. Vielleicht lasst ihr uns Zeit, also einen Geschwindigkeitsraffer drüber laufen, weil es sonst ziemlich langweilig wird. Wahrscheinlich. Und dann bis gleich. Ja, hier läuft jetzt einfach das Video sozusagen weiter. Wenn wir die zusammenbauen, ob wir es nachverwenden, wissen wir gar nicht. Aber genau, ich würde sagen, wir machen wie immer unten hier so irgendwo einen Knauf dran, oder? Genau, ich würde sagen, relativ nah nach hinten. Du stehst auf das hinten, ne? Du stehst auf hinten. Ich stehe auch. Die müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufschrauben, oder? Oh, das müsste man sein. Wie ist das noch aufgeschraubt? Immer größer. Oh, oder Dash. Maybe. Ja, jetzt das offen, jetzt fühle ich. Es braucht zwei Unicorns, um eine Schiene festzuschrauben. So, jetzt kannst du festschrauben. Falls ihr euch einen Witz ausdenken möchtet, ne, dann habt ihr schon mal eine Vorlage. Ja. Wie viele Unicorns braucht man, um eine Airsoft festzuschrauben? 20? 2? Oder kein? Oder ein Dash. Oder ein Dash, ja, Dash. Dash könnte das bestimmt. So, dann müssen wir mal kurz aussehen. Okay. Ach, das ist der unten. Genau. Den musst du unten aufdrehen, draufschieben. Also nochmal kurz so, falls das noch nicht bekannt ist, einmal hier unten aufschrauben, dann löst sich hier, oder beziehungsweise dreht sich hier oben der Pin runter. Hast du gerade Penis gesagt? Auch. Ich bin eigentlich fast überzeugt davon, dass ich Pin gesagt habe. Also, okay. Ja, deswegen gibt es hier vorne eigentlich eine Aufschiebhilfe, die Teddy nicht benutzt hat. Also auf diesen, wie heißt das, Rails, also den Steckrails gibt es immer so eine Aufschubaufhilfe oder auch Anschlagkante genannt. Ja, da haut jeder immer mit der Knifte drauf, da muss man einfach mal, also so, festgeschraubt wieder.
War schon der erste Teil dran. So, jetzt würde ich sagen, wir brauchen da hinten die, ne? Das ist eine gute, genau. Genau, die QD-Aufnahme hinten. Teddy nimmt derweil die QD-Aufnahme für auf die Rail an sich. Ich weiß nicht, willst du die von der Seite drauf stecken? Oder das oben? Ist eigentlich optional, wie gesagt. Also ich mag es ganz gerne. Also mal bei mir, an der VFC sieht man es ja, habe ich es da vorne. Also in der, ja, sieht man übrigens in dem nächsten Review wahrscheinlich, weil da kommt das Angry Gear von Teddy raus. Sollte, hoffe ich. genau. Weil im Endeffekt haben wir vorne genug Platz, dann auch anderen Kram drauf anderen Kram, so Optiken und sowas draufzuschrauben. Und ich persönlich glaube selbst auch irgendwann mal irgendwo hier in der Nähe. Weil dann kann man den relativ eng führen, wenn man den zum Beispiel hier oder hier anbringen könnte. Den kann man. Oder halt so. Aber hier, wir bringen jetzt hier in dem Stock einen an, hoffen, dass der Stock, obwohl der fühlt sich stabil an. Genau. Kann man auch gut drehen, klappert auch nicht massiv. Teddy bringt derweil vorne den gerade an. Kannst du nicht? Sieht man. Wolltest du die Iron Sights drauf tun oder so ein Zeilen? Können wir sowas auch machen. Dann würde ich erstmal die Iron Sights drauf tun. Ja. Und Clip dran ist es. Genau. So. Oh, Abzug zieht sich kurz. Ich glaube, es war nicht der Dash. Oh. Doch nicht. Aber das ist wahrscheinlich ein Professor. Der gute alte Mann. Ja, so sieht man, wie man einen Schlüssel als Kfz-Mechaniker benutzt. Ich glaube, hast du die richtig aufgesetzt? Ich bin da überlegen, weil es wird hier ein bisschen abnehmen. Ja. So, jetzt. Wir waren nicht in der Kuhle. Ja. Warte, ich halte hier. Oh, Schuss. Wie gesagt, wenn der Dash hier wäre, wäre das alles wesentlich einfach. Achso, weil ich als Körperklaus natürlich eher im Weg stehe. Verstehe ich sehr gut. Ich führe dich mit Absicht hinunter, damit Menschen auch dein Tatwerk sehen können. Begeistert. So, ne? So. Okay. So, 5 Minuten gebraucht. Knifte ist einsatzbereit. Sling dran, Mac rein und los. Hä? Wieso geht das gar nicht? Aber mehr zu der Waffe gibt es jetzt gleich im Review. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ich stehe jetzt hier gerade schon wieder mit dem Ding und muss sagen, so vom Handling her, vom Gefühl her, die ist angenehm schwer. Die fühlt sich schwerer an als meine ICS. Zumindest jetzt so, ich habe die schon lange nicht mehr angehabt, aber man hat ja so ein Gefühl für seine Waffen irgendwie und ja, die fühlt sich schon schwer an. Alles ist sehr wertig, also man hat kein Knietzen, kein Knarren, kein... Nichts bewegt sich, außer die QD-Aufnahmen, die natürlich naturgemäß sich bewegen sollen, weil sie sonst starr sind und dann ist man halt gefangen. Der Barrel zum Beispiel außen, der hat kein Spiel. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ich drücke den wirklich fest, der bewegt sich nicht. Also das ist schon cool irgendwie. Gehen wir jetzt erstmal auf die Materialien. Ja, während unser Nachbar hier gerade mit der Kettensäge aktiv ist, und es ist nicht Dash ausnahmsweise mal. Selten genug, genau. Möchte ich euch jetzt weiter diese AR-15 nahe bringen. Und zwar haben wir hinten an der Buttstock eine gummierte Auflagefläche, die angeraut ist. Ich denke, das soll ein bisschen mehr besser haften. Müsste sich jetzt in der Praxis zeigen, ob es das bringt oder nicht. Eine extrem straff sitzende Buttstock, die in bis zu 7 verschiedenen Längen einstellbar ist. Also 7, wenn man... 0 ist auf 1. Okay, dann hat es genau 7. 7 verstellbare Längen. Genau, man kann die auch noch abnehmen. Und wenn man die abnimmt, kann man einen Akku hier drin versenken.
Dazu kommen wir gleich. Nach dem Buttstock wäre die Buttstock Tuke, die sehr, sehr, sehr filigran gefertigt ist. Also man hat bei anderen Herstellern häufig hier diesen Rillen, wo die Buttstock Tube aufgeschraubt wird, so Einfaserungen oder Grobarbeiten sehe ich hier nicht. Die ist unglaublich fein und filigran gefräst. Gefällt mir erstmal und die Buttstock Tube, die Buttstock läuft auch extrem straff drüber. Also ich kann gleich mal probieren, ob meine G&G Buttstock da drauf geht und wie straff die geht. Aber auch das gleich dann zum Batteriefach. Weiter geht's mit dem Pistol Grip. Der Pistol Grip hat dieses Nupsi hier. Ich nenne ihn immer den Ringfinger Blasenerzeuger. Ich habe das Problem, dass ich bin ein Ringfingerschütze. Das heißt, ich bin Mittelfingerschütze. Das heißt, ich habe den Ringfinger hier drauf liegen, den Mittelfinger hier und den Zeigefinger nach vorne. Und wenn ich jetzt, ich reibe dann die ganze Zeit hier dran, an diesem Knauf, an diesem Nupsi, was auch immer es ist. Und es mag bei einem Vierfingerschützen, einem Dreifingerschützen, wirklich gut funktionieren, weil man dann ein bisschen mehr Grip kriegt und die vielleicht fester sitzt. Aber ein Zweifingerschütze, der hat das Gewicht der Waffe eigentlich hier liegen. Also der verlagert nach hinten und über vorne. Und ja, ich schieße halt immer so. Ich weiß nicht warum, ich habe mir irgendwie angewöhnt, den Zeigefinger immer direkt auf dem Mac-Release-Button zu halten. Ob es schneller geht, weiß ich nicht. Ist halt so eine Angewohnheitssache. Ja, vom Pistol Grip gehen wir zum Lower Receiver. Der Lower Receiver ist schlicht und einfach in schwarz gehalten. Einzig und allein silbern ist vom Trigger, ich weiß nicht, wie es genau heißt, das ist einfach ein Stift, der den Trigger hält. Also mit dem Stift, wir haben auf der Seite einen nicht mitlaufenden, Fire Selector Button, der Fire Selector Button ist auch nur für einen Rechtsführigen von rechts zu verwenden. Also ein Rechtsführiger kann den auf der linken Seite verwenden, ein Linksführiger müsste den Zeigefinger hier zu nutzen. Finde ich persönlich schade, weil in der modernen Zeit kann man das ja locker umsetzen. Und gerade wenn man hier ein MOSFET drin hat, was digital läuft, kann man es ja darauf steuern lassen. Also zum Beispiel das Titan hat es ja vorgemacht, dass es total easy ist. Aber trotzdem, das ist halt Standard M4. Ne? Also Standard M4 Tokyo Marui sozusagen. Daher wollen wir jetzt nicht zu viel drüber meckern. So, der Low Receiver ist aus einem Metall, so das fühlt es sich so an. Hört sich auch so an. Die verarbeiteten, ja, wie soll ich nennen, hier zum Beispiel der Mac Release Button ist aus Kunststoff. Der Upper Receiver ist aus Kunststoff. Der Fire Selector, der Verschluss vom Hebel ist auch aus Kunststoff. Verschluss vom Hebel Release, das ist ja, glaube ich, oder so. Dann haben wir oben den Hebel allgemein. Aber hier fehlt, und ich weiß nicht, ob man das sieht von unten, hier fehlt dieses Arretierteil, wo man es auch mal hinziehen kann, also was hier ich arretieren müsste. Und ja, irgendwie merkwürdig. Nach dem Upper Receiver, der aus vermeintlich Kunststoff besteht, ich klopfe nochmal, wenn wir dann zum Rail übergehen, merkt man, dass es schon ein bisschen scharfkantig ist. Mich persönlich stört es nicht direkt. Also ich habe es auch bei vielen anderen Airsofts in der Vergangenheit erlebt, dass die, wenn die gefräst sind, nicht entgratet sind, bevor die lackiert werden. Oder nur Fräsentgratung. Also ein guter Fräser nimmt, der lässt dann nicht viel Grat, also hinterlässt nicht viel Grat, keine scharfkantigen Geräte, so wie hier. Wenn man Handschuhspieler ist, glaube ich, stört es auch gar nicht so sehr. Der spielt ja noch mit nackten Fingern. Also, da muss man schon wirklich keinen Bock auf seine Finger haben. Ey. Ich komme jetzt nochmal nach vorne, damit wir ein paar Kleinigkeiten in der Detailaufnahme aufnehmen können, die wir jetzt gerade nicht darstellen konnten. Und zwar sind es hier solche Sachen wie der Forward Assist, der hat hier so einen Lackfehler oder einen Schleifpunkt, ich weiß nicht, was es ist. Der ist aus Kunststoff, was nicht direkt schlecht sein muss, aber weiß nicht, da ist so eine weiße Farbe dran. Dann hier diese. Ich weiß nicht, wofür diese Ecke ist, aber die ist ja an jedem M4 dran. Die scheint also irgendeinen Sinn zu haben. Hülse, Auswurf, Eck. Ach so, dann, genau, ja, ich verstehe. Hülse, Auswurf, der, wenn die,
Ah, okay. Wenn die. Wenn nach dem Schussabgabe der Verschluss hinten geführt wird, zieht er die Patronenhülse mit raus. Also mit einer scharfen Waffe. Ja, so, und damit du der Scheiß ins Gesicht kriegst, knallt die halt dagegen und dann fliegt der Scheißer weg. Kluges Ding. Deswegen haben wir Sascha, also Dash und Teddy da, weil die können auch mit Waffen umgehen. Ich bin ja nur so ein Studierter. Also, genau. Hier an diesem Waffenhülsen-Auswurf-Ecken-Ding. Ich werde den richtigen Namen dazu nachsuchen, schauen. Sind hier so Macken drin. Also es scheint, dass beim Druckverfahren von diesem Kunststoff da Dreck drin gelegen hat oder anderer Kunststoff. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, hier. Was fällt mir noch auf? Genau, die Fräsung hatten wir ja schon. An den Fräsungen ist auch der Lack schon leicht weg. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so sieht. Bisschen, nicht viel. Krieg ich aber, glaube ich, nicht rausgeschnitten. Ja. Sieht man das? Da kommt jetzt ein bisschen Licht. Jetzt. Kann man es halt mal so? Mhm. Also jetzt über Schamäcke kann man es gut sehen. Ich weiß nicht, wie es nachher in einem fertigen Video aussieht. Also wenn man als Mensch davor steht, sieht man einfach, dass diese Rundungen nach dem Lackieren, dass da der Lack schon wieder weggeplatzt ist. Also der hat nicht gehalten. Warum es dran liegt, weiß ich nicht. Dann, ich werde jetzt hier gerade wirklich ziemlich kleinlich, aber zum Beispiel hier in diesem Rail, hier ist auch eine Macke, da ist so eine Beule drin. Ich bin mir nicht sicher, ob man die jetzt wieder sieht. Das ist hier irgendwo. Jetzt in der Detailaufnahme nochmal hier in den einzelnen ausgefrästen Rail-Aufnahmenlöchern. Sind hier die verschiedenen Lackstellen. Nachdem das Teil ja gefräst wird, wird es lackiert, also grundlackiert, sind hier schon wieder abgeranzt oder was auch immer. Es macht natürlich eine schöne Optik, wenn man jetzt irgendwie sowas darstellt, ne, einen Soldaten oder so, aber muss jetzt beim Kauf eigentlich nicht sein. Da erwarte ich nicht, dass der Lack eine gewisse Zeit hält und nicht quasi bei der Lieferung schon abgeplatzt ist. Ich weiß auch nicht, ob diese Waffe schon mal im Gebrauch oder verkauft war. Es schien jetzt nicht so, weil die Sachen alle eingepackt waren. Genauso hier vorne ist so ein weißer Striemen drüber. Da scheint die Waffe mal drüber gerutscht zu sein. Jetzt auf der anderen Seite ist hier bei der Madenschraube Rost drin. Auch da muss ich sagen, für eine Waffe von 500 Euro, das sollte nicht sein. Also an einer Schraube zu sparen, die dann rottet von innen, finde ich nicht so schön. Was hatte ich jetzt gerade noch? Nee, das waren jetzt sozusagen die Mängel, die mir jetzt auf die Schnelle aufgefallen sind. Also zudem, und da komme ich dann jetzt auch direkt zu, jetzt haben wir irgendwie die Mängel vor den schönen Sachen. Das ist merkwürdig. Genau, hier dieses Fach, also wenn man das abmacht, bringt einem das gar nichts. Also ich mache das jetzt mal ab, damit ihr seht. Hier guckt man ins Akkuloch. Dahinter könnte der Akku sein. Man kann hier aber nichts durchschieben. Man kann auch das hier nicht abmachen. Man kann nur den kompletten Stock, also die komplette Stocktube, die komplette Buttstock abnehmen. Das mache ich jetzt mal. Also dafür zieht man hier unten an dem Schiff. Ja, mein Gott. Muss rausziehen, dann haben wir es in der Hand. Und dann kommt auch der T-Plug zum Vorschein. Was ich sehr bevorzuge, dass hier ein T-Plug dran ist. Vor allen Dingen scheint es auch ein guter zu sein. Ich kenne jetzt die Marke nicht, aber es scheint auf jeden Fall ein guter zu sein. Der passt gerade auch sofort auf die anderen T-Plugs, die ich hier habe. Das heißt, es ist schon toll. Was hier an Akkus reinpassen wird, sind so 1,2 mAh-Stunden Akkus, die wie heißen die? Ein Two-Stick? Also die sind nicht länger als so eine Buttstock-Tube. Und ich kann gleich mal einen holen, wenn ich einen finde. Die sind wirklich nicht groß, die passen hier rein, werden aber auch nicht so lange zum Spielen reichen. Also ich glaube, dass man da dreimal am Tag, wenn man jetzt auf einem actiongeladenen Spielfeld unterwegs ist, den Akku tauschen muss. Ich selber bevorzuge ja so 3000 mAh-Stunden Akkus, da brauche ich halt den ganzen Tag nicht tauschen. Um jetzt die Buttstock wieder draufzusetzen, muss man einfach nur wieder hier an diesen Hebel ziehen und das dann runterschieben. Genau. Jetzt haben wir nochmal die schönen Sachen, die wir vorzuweisen haben sozusagen. Wir haben schöne Iron Sights, die auch
gut gearbeitet sind. Die sind sehr scharfkantig gearbeitet. Was heißt scharfkantig? Die sind halt, haben ein aggressives Design, wie man vielleicht jetzt aus der Perspektive sehen kann. Die haben so ein ja, zackiges Design, haben diese Umschlagfähigkeit und sind ablegbar. Wir haben QD-Aufnahmen dabei, die sich auch gut in die Ösen einhängen lassen. Hinten kann man die, wie gesagt, auf beiden Seiten oder auch das hier versetzen, wohin man möchte. Genau, vorne nochmal ein schönes Ironside. Ja, haben wir Rails bei, das ist jetzt die längere Rail. Maße reiche ich sofort nach. Ich glaube, das ist 40 oder 50 und die anderen waren 20er Rails oder 30er, eins von beiden. Auf jeden Fall sind die ausreichend, um alles Mögliche dran zu bauen. Ich kann ja die Rail hier auch überall hinsetzen, egal wo ich sie gerne haben möchte, und kann da dann auch alles anbauen. Also wenn ich jetzt die QD-Aufnahme woanders haben will, an der Seite oder schräg, kann ich das ja anbringen. Das ist gar kein Problem durch das mitgelieferte Bundle. Kommen wir zu der anderen schönen Sache. Also genau, ja, hier ist noch dieser Griffball. Einfach gut, hat sich bewährt über die Jahre, kann man mitnehmen. So, hier auf der Seite haben wir ein schönes Logo, wir haben eine fortlaufende Seriennummer, wir haben hier die 199, wir haben hier einen Phoenix von Airsoft Company und genau, hier ist noch, finde ich witzig, Read Manual Before Use und Kaliber 6mm. Ja, eine Manual war nicht dabei, aber auf dem Karton steht, dass man die online kriegen kann. Ja, schade für irgendwelche Menschen ohne Internet. Aber wer hat heute kein Internet? Genau, jetzt haben wir hier unten drunter noch schön von Bigardi wieder ein sehr ja, nettes F aufgelasert. Es ist unter dem Trigger und an dem Trigger, ich glaube es ist der Trigger Guard, der dann hier drunter irgendwie so eine kleine Beule aufweist. Die habe ich so auch noch nicht bei einem M4 gesehen. Kann man übrigens auch nicht tauschen, weil das mit der G-Box, soweit ich weiß, verbunden ist oder mit irgendwas verbunden ist hier drin. Kann man auf jeden Fall nicht tauschen. Es gehört zu M4 und bleibt daran sozusagen. Ja, nette Aufmachung, finde ich gut, plus Magazin. Ein kleiner Mini-Nachtrag nochmal. Mir ist gerade aufgefallen, wenn man einen Mündungsfeuerdämpfer ein bisschen hochspielt, geht der sofort auf. Und zwar hier fehlt irgendwie die Madenschraube, die es festhält. Mir selber ist es schon echt oft passiert, dass ich irgendwelche Kleinteile auf dem Spielfeld oder sogar ganze Pistolen verloren habe. Und deswegen bevorzuge ich wirklich hier die Madenschraube, weil man ja auch ab und zu mal irgendwo gegenstößt und dann ruckelt sich los und auf einmal liegt da Ding im Boden und im Dreck. Fände ich jetzt nicht so cool. So, kommen wir zum Innenleben von dem ganzen Spielzeug. Hierzu muss ich den Stift hinten rausdrücken. Das habe ich jetzt professionell mit einem Innensechskantschlüssel gemacht. Dann zieht man den aus, also so, dass der ausgesteckt ist. Schon öffnet sich die ganze Geschichte. Ich mache mal kurz das Magazin raus. Das ganze Gerät hier geöffnet, wie ihr seht. Wie ihr auch seht, haben wir eine Split-Gearbox mit sehr sauber gefertigten CNC-gefrästen Gears. Wenn ich jetzt so von oben reinschaue, ist die ganze Geschichte sehr, sehr fettig. Ich persönlich würde das ausgeschlagene Fett, das sieht man vielleicht auch da unten drin jetzt, wenn nicht, muss ich vielleicht mal ein Foto nachreichen davon. Das ausgeschlagene Fett einmal reinigen mit einem Q-Tip. Man muss die nicht direkt auseinanderbauen. Ne? Mit einem Q-Tip von oben ein bisschen sauber machen und ganz zart dann in der Zukunft mit einem festen Gieß nachfetten, damit es nicht so rumspritzt einfach. Ich kenne das jetzt von der Titan nur so, dass es immer schlecht war, wenn da viel Fett drauf gewesen ist, weil das dann auch schon mal auf die Leseeinheit geflogen ist. Ist hier aber nicht der Fall oder kann hier, soweit ich das sehe, nicht passieren, weil die ACSU ist ziemlich zu. Also da geht nichts rein. Man sieht auch die Lasereinheit nicht vom Trigger oder sonstiges. Finde ich sehr schön gemacht. So ist sie auch vor Staub ein bisschen geschützt. Und ja, was soll ich sagen? Das ist einfach eine durchdachte Nummer. Die Kabel liegen hier hinten schön in die Buttstock verlegt. Man hat nicht wie bei vielen Umbauten, also wenn ihr jetzt eine Titan nachgerüstet habt oder sonst was, dass die hier so rumbaumeln oder so schäbig rumliegen oder sogar, dass die Kabel hier drauf fliegen, also hier drauf geführt werden, hier, dann hat man nämlich immer das Problem, dass die von der Upper Gearbox sozusagen eingeklemmt werden und dann an der Stelle auch ja, irgendwann durch sind, kaputt sind, kann ich euch vielleicht gleich mal bei meiner ICS zeigen oder ich reiche ein Bild an der Stelle nach. Da ist nämlich das Kabel hier verlegt und durch den Zusammenschlag, ja, kommt manchmal das Kabel dazwischen. Sieht einfach nicht schön aus und ist halt irgendwo noch Schrott. So, kommen wir oben zu dem
zu der Upper Gearbox. Hier nochmal zu sehen, da fehlt was. Da fehlt einfach dieser Splint, der sich hier arretieren sollte. Ich gebe das hier mal ganz kurz an meine Assistentin Teddy. Dankeschön. So, hier ist die Verschlussklappe oder das Dustcover an einer Feder festgemacht. Kennt man bei einigen Herstellern, ist auch schön gut gelöst. Ich mache es jetzt nicht runter, weil es sonst hier durch die Gegend fliegt und ich ganz genau weiß, dass ich es nicht wiederfinde. Hier hinten sieht man das Federschnellwechselsystem. Es ist sehr leicht. Hier hinten sieht man das Federschnellwechselsystem. Es ist unglaublich leicht reinzudrücken. Und das ist ja wie folgt. Ich zeige das jetzt mal mit einer falschen Größe. Wenn man drückt das rein und dann verdreht man das, so dass man hier die Schlitze übereinander stehen hat und dann ja, kann man es rausnehmen. Irgendwie sitzt das aber jetzt nicht 100%. Naja, werde ich mich sofort mal drum kümmern. Ah doch, da der Spring Guide. Da sehe ich das Problem auch. Der Spring Guide arretiert nach oben, nach unten. Das ist natürlich nicht schön. So, ja, wir haben jetzt ja gerade gesehen, dass hier die Arretierung nicht ganz sauber war. Das habe ich jetzt gelöst, indem ich den einmal rausgemacht habe, also das Schnellwegsystem sozusagen benutzt habe. Was jetzt hier gerade auffällt, ist, dass die Feder sehr, sehr fettig ist. Das ist jetzt so nicht weiter schlimm. Meine sind auch gefettet, aber die glänzen wirklich vor Silikonfett. Das ist schon happig. Auf jeden Fall war der Spring Guide, der übrigens wirklich einfach nur so ein Aluminiumstift ist. Ne? Das ist einfach nur ein Aluminiumstift. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Aber muss nicht schlecht sein. Da möchte ich mir jetzt noch kein Urteil zu bilden. Er war hier nicht sauber drin arretiert im Lieferstatus. So nämlich. Den muss man dann so ein bisschen da reinfriemeln, bis hat der sauber arretiert. Ja, immer noch nicht. Ja, immer noch nicht. Der ist einfach. Der schließt nicht sauber ab. Also wenn ich den einschiebe, so, muss der hier in einer festen Situation sitzen und das tut er nicht. Jetzt stelle ich mir vor, dass ich schieße und der ist nicht sauber drin, dann spannt sich ja die Feder hier drauf falsch und wackelt hier hinten. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher, da müsste ich mich nochmal verifizieren oder müsste ich die ganze Sache hier nochmal verifizieren. Das ja, finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Na doch, weiß ich wohl. Das Aluminium ist hier nicht sauber abgefeilt. Hier ist noch ein bisschen Rest drauf. Dadurch hat das einen Bauch, einen leichten Bauch hier drauf. Und dieser Bauch stört dann beim Festsetzen. Meine Frau kommt gerade aus der Waschküche. Ich gucke jetzt gerade von innen nochmal rein. Aber da sieht man es nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Produktionsfehler ist oder was auch immer, aber finde ich nicht schön gelöst, dass sich das Teil da so viel bewegt. Ob es nachher stört, werden wir im Schusstest sehen. Das können wir jetzt hier nicht abschließend klären, aber vielleicht kann man die auch andersrum einsetzen und nee, das bringt gar nichts. Die ist einfach hier wackelig, egal wie ich es einsetze. Das ist schade. Ja, das ist wirklich schade. Naja, kommen wir zum weiteren technischen Ding. Hier ist eine Aufnahme, die quasi die Upper Gearbox in die Lower Gearbox verbindet. Und hier vorne dieses, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dieses kleine Schälterchen weiß oder merkt, dass da eine BB gegendrückt. Und dann kann ich den Schussmechanismus auslösen. Also drückt hier was vor, ist ein ganz leichter Kippschalter. Schießt man, drückt da nichts vor, kann man nun genau einmal schießen zum Testen. Also einen Leerschuss geben. Hier drüber wird die Steuerung mit der Lower Gearbox verbunden. Und somit funktioniert dann der Taster hier oben. Kleines Manko. Das hier oben ist ein ganz, ganz wackeliges Ding, ne? Also ein ganz, ganz wackeliges, kleines Teil.
Wenn ich jetzt auf dem Feld, und da stelle ich mir so eine Situation vor, ich sitze auf dem Feld und bin gerade am Basteln, muss das ganze Zeug auseinanderbauen und ich kriege hier Sand rein, so Dark Emergency-like, wo wirklich so viel Sand ist, ne? Oder das Spielfeld in Meppen, Area 49, wo wirklich sau viel Sand ist, da habe ich das Ding ganz schnell verdreckt. Und wenn ich das dann hier verdreckt habe, dann habe ich echt ein Problem, meine Airsoft weiter zu benutzen, weil sich da zum Beispiel ein Sandkrümelchen zwischenlegt oder dann nicht mehr einrastbar ist oder was weiß ich. Allerdings ist das auch nicht gut für den Lauf, deswegen sollte man das dann reinigen. Oder, jetzt zeige ich immer, das ist ja nur Kunststoff, ne? Wenn ich ein bisschen zu hart vordrücke, kann ich das auch abbrechen. Dafür hätte ich ein bisschen Sorge, weil da muss man nämlich hier so einen Schalter auslöten und neu bauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Hätte ich jetzt persönlich keinen Bock drauf. So, jetzt gucke ich mir nochmal den Rest an. Der Rest sieht ziemlich durchdacht aus. Wenn man jetzt, gib mal kurz bitte die obere Teil. Wenn man sich jetzt sofort anguckt, der Lauf ist übrigens ein 602, ich weiß nicht von welchem Hersteller der Lauf ist, aber er scheint von Airsoft Systems zu sein. Ja, kommen wir zur Hop-Up-Unit im Detail. Wir haben jetzt oben den Verschluss, also die Dust-Cover und so weiter wieder aufgesetzt, damit ihr das auch seht. Wenn ich jetzt, normalerweise habe ich nur dieses kleine Fächlein frei und kann oder komme sehr schlecht hier dran. Deswegen, ich habe es jetzt gerade mal versucht zu drehen, das ist schon fest. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, so einen kleinen Schraubenzieher mitzunehmen, um überhaupt dran drehen zu können. Und was gut ist oder sehr, sehr schön ist, wenn ich jetzt das Cover nach hinten bekomme und ihr es vielleicht seht, hier ist wirklich kaum, also hier kann kaum Luft zwischen. Das ist schon sehr, sehr sauber gearbeitet. Die Hop-Up-Kammer ist aus Kunststoff, fühlt sich sehr, sehr, sehr schön an. Saß auch sehr fest in der Rail vorne drin, also in dem Lauf nach vorne. Wenn man rausnimmt, sieht man hier noch das Rädchen, das sich so viel leichter drehen lässt. Und den 602er Lauf von 380 mm länger. Hier vorne ist eine Nut drin, die möglicherweise dafür ist, dass man den Lauf zentrieren kann in dem Outer Barrel. Also den Inner Barrel im Outer Barrel zentrieren kann, sofern dieser da zu viel rumwackelt. Ich glaube, wir haben vorhin geguckt, ich glaube, dass er nicht gewackelt hat. Aber ja, wenn ihr das jetzt seht, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist ein sehr, sehr sauber gefräster Lauf, auch schön ausgeschliffen. Also ich wackel es ja einfach mal ein bisschen rum. Ist sehr, sehr nice. Also ist, wenn man reinguckt, wirklich sehr nice. Und hier vorne haben wir diese Nut oder diese Ausfräsung, womit man dann bei dem Upper Receiver, beziehungsweise bei der Upper Gearbox, wo dieses Plättchen reinguckt, wo wenn die BB hochkommt, das Plättchen sozusagen nach vorne wegdrückt. Ihr seht es jetzt, ich versuche es hier gerade mit so einem Stäbchen darzustellen. Genau. Und nur dann kann man halt schießen, wenn hier Druck aufgebaut wird, auf dieses Druckplättchen, was von hier entgegendrückt. Ja, soviel zum Lauf und der Upper Gearbox. Ja, kommen wir zum Akku-Einbau. Ich bin natürlich wieder in die Perspektive hinter meinen Tisch gegangen. Genau, wie vorhin erklärt, hier kann man nichts mit machen vorne. Also da, man kommt halt nicht durch, deswegen muss man immer den Buttstock komplett abnehmen. Haben wir jetzt gemacht. Jetzt kann man versuchen, größere Akkus da reinzukriegen. Das wird nicht passen. Oder wir haben uns hier einfach mal von meiner ICS den G&G-Stock genommen. Gucken wir, ob der da drauf passt. Ich weiß nicht, wir haben es noch nicht ausprobiert. Und der passt irgendwie nicht. Außen gar nicht. Ne, der passt nicht. Den kriegt man nicht drauf. Also G&G würde zum Beispiel schon mal nicht passen. Man müsste sich jetzt mal erkundigen. Ich denke, Begadi hat da eine Liste gemacht, die passen wird. Ja, auf jeden Fall schließt man dann den Akku, wie man es kennt, über den bekannten Weg sozusagen an. T-Plug connecten. Jetzt hat die einmal gebrummt. Das heißt, wir können jetzt einen einzigen Schuss lösen, um zu gucken, ob die funktioniert. Und sie funktioniert. Und schon wieder keiner. Also, das System von Airsoft Systems funktioniert, würde ich sagen, gut. Das nächste ist jetzt der Chrono. Wir kronen die ganze Geschichte jetzt und schauen mal, was das Ding bringt. Chrono-Test, die erste AR15 Carbine Edition. So.
5 Schuss zwischen 1,40 und 1,43, relativ konstant. Da kann man nichts gegen sagen, ne? Jetzt noch in der Kurzform alles, was wir auf dem Tisch stehen haben. Und zwar haben wir von Airsoft System die ASAR 15 in der Carbine Edition im Bundle. Bundle bedeutet nur, dass wir Anbauteile, die wir schon in diesem Review erklärt haben, dabei geliefert bekommen und angebracht haben. Jeder, der dieses Bundle nicht gekauft hat, kann sich, glaube ich, bei mir gar nicht melden und bekommt dann dieses Bundle, das dieses Kunststofftütchen, was wir am Anfang hatten, noch geliefert. Auch im Nachgang. Airsoft Systems hat hier eine Airsoft hergestellt, die komplett in Europa hergestellt wurde, nämlich in Bulgarien. Und in dieser Airsoft drin ist, ja, man möchte sagen, moderne Technik. Es ist eine neue Split-Gear-Box verbaut worden. Der Trigger soll ein realistisches Empfinden nachempfinden. Also man drückt ihn und es fühlt sich aus, wenn man eine echte Waffe betätigt. Die ganze Airsoft ist extrem massiv, extrem stabil. Es knirzt und knarzt nichts. Die jeweiligen Negativpunkte haben wir ja vorhin schon angebracht. Genau. Der Handguard der Handguard ist CNC gefräst, auch die Internals sind, ja, ich würde sagen, zu 100% CNC gefräst. Also alles, was wir da gesehen haben, war eigentlich relativ sauber verarbeitet, außer der Spring Guide, der gewackelt hat. Und der war auch nicht CNC gefräst, sondern es war ein Druckgussteil, das hat man auch gesehen, weil da so teilweise die Überstände waren. Auch im Inneren ist ja dieses, der Loading-Indikator, so hieß er. Und das ist ja dieses von mir sogenannte Nupsi, wo die BB drauf drückt und somit man schießen kann. Dieser Loading-Indikator ist ein Druckpunktschalter, der mit der Lower-Gearbox verbunden wird. Und ja. Schön war auch die Verkabelung in die Stocktube. Die war echt sauber verlegt und wirklich richtig gut verlegt. Das würde ich mir wünschen bei einigen meiner Airsofts und das nehme ich mir auch zum Vorbild, sollte ich die nochmal neu aufbauen wollen. Airsoft ist durch das Federschnellwechselsystem unglaublich schnell auf dem Spielfeld anpassbar. Das heißt, wenn ich jetzt nur 1,5 Joule spielen darf, kann ich meine Feder kurz raustun, reintun, fertig. Alle grenznahen Leute, die zur Grenze nach, ich sag mal, Tschechien, Polen, können natürlich ordentlich hochschrauben oder die an die Grenze der Niederlande wohnen, können ordentlich runterschrauben. Und das ohne viel Aufwand. Verbaut ist ein T-Plug, was wir auch sehr gut finden. Somit kann ich nämlich meine Akkus ganz normal verwenden, ne, mit dem T-Plug. Ansonsten muss ich mich über diese doofe Kupplung verwenden und die mag ich gar nicht. Oder ich müsste halt hinten noch dann rumlöten. Auch das finde ich immer ein bisschen nervig. Und T-Plug ist einfach irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner im ganzen Airsoft. Eigentlich verwendet ihn fast jeder, außer diese paar Menschen, die X-Connector nutzen. Und naja, es gibt immer nicht so. Die verbauten Gears sind 16:1er Gears und der Motor ist ein High-Torque-Motor. Ich selber konnte jetzt nicht auf die Schnelle herausfinden, wie schnell der High-Torque-Motor dreht, aber er klang jetzt nicht, als wenn er sehr langsam dreht. Das werden wir beim Schusstest dann nochmal schauen, wie gut man damit triggern kann. Der Lauf ist ein 380mm Lauf mit 6,02er Durchmesser. Das Hop-Up-Gummi scheint ein Flat-Nup zu sein, die ganze Hop-Up-Kammer scheint auf Flat-Nup aufgebaut zu sein. Und das befürworten wir auch erstmal, weil man so eine gute Reichweite von ca. 50 plus, also 50 bis 60 Metern erreichen kann und eine flachere Flugbahn erreicht. Ja, so viel zu den sozusagen zum kurzen Würzigen. Kommen wir zu den Dingen, die ich gut finde, und damit meine ich wirklich gut finde, dass es hier ein ganz neues Konzept versucht wurde zu erarbeiten. Man hat hier endlich mal was aus Europa kommt, was vermeintlich eine hohe Qualität aufweist. Man hat hier aber auch die erste Airsoft von Airsoft Systems. Also sollte man vielleicht nicht mit jeder kleinen Kritik vollkommen aus dem Ruder laufen, sollte aber auch die Kritik an den richtigen Punkten nennen. Und das ist für mich ganz klar die Außenverarbeitung, sowie alles, was mit Druckguss zu tun hat. Die CNC-gefrästen Teile sind allererste Sahne an dem ganzen Ding hier. Also egal, was ich hier CNC-gefressen in die Hand nehme, es fühlt sich wertig an, es fühlt sich gut an. Nichts ist ausgefranst, man hat es sauber. Lackiertechnisch kann man hier noch diskutieren. Die meisten von euch hauen eh nach einem Paintjob drauf. Daher wird das auch nicht interessieren. Die da durchgehend in Schwarz spielen, da wird es auch sowieso abreiben. Allerdings erwarte ich von einer 500-Euro-Toren-Software, Airsoft, dass sie nicht schon mit Lackfehlern zu mir nach Hause kommt.
Das, und ich finde, die Erwartung kann man auch haben. Gleichzeitig erwarte ich, dass zum Beispiel hier solche Anbauteile, die hier nochmal einfach dran gehören, dran sind. Die sind leider hier nicht verbaut. Auch nicht gut finde ich das Spaltmaß, was hier zwischen geliefert wird. Ich meine, es bewegt sich nicht, ne? Wir haben kein Spiel. Ich weiß nicht, wie die es hinbekommen haben, dass hier kein Spiel ist. Wahrscheinlich über den Bolzen hier, der sehr straff drin sitzt, den muss ich auch gar ordentlich reintrimmen. Allerdings wird das irgendwann zu einem Problem führen, weil wenn sich da Dreck reinsetzt, habe ich den immer in der Split-Gearbox. Und das ist wirklich der Teufel. Wir denken hier an die Lucky Emergency oder an Area 49 in der Nähe von Meppen. Wir haben hier verschiedene oder zwei Magazine. Einmal das SF Systems gelieferte Magazin. Es hat gefeedet, es ist gut drin, aber es wackelt ein bisschen. Stört mich persönlich nicht zwangsläufig, weil ich bin diese Dinger hier gewohnt. Die wackeln eigentlich auch überall so ein bisschen. Oh, hier nicht mehr so viel. Es wackelt ein ganz, ganz kleines bisschen, hat sehr wenig Luft. Und scheint auch zu passen. Ja, passt gut. Mein Gott, hat auch gut eingerastet. Also, Magazine zumindest, Amoeba-Magazine und die Originalen passen. Ja, von dem Rest wird es bei Bugatti definitiv eine Auflistung geben, wie sie passen, wie sie fitten oder nicht. Da würde ich mich auch erstmal dran halten. Wenn da wirklich eins von nicht passt, ist, denke ich, bei Bugatti auch ja, dazu bereit. Die sind eigentlich immer bereit, irgendwie auf einen zuzukommen und so weiter. Deswegen macht euch da mal keinen Kopf. Ja, würde ich hier für eine Kaufempfehlung aussprechen. Wenn ich mir die Mangel anschaue, also ich muss anders herangehen. Ich selber spiele nur extreme Waffen, also extrem gute Waffensysteme. Ob es jetzt die Wolverine ist oder die getunte Titan ICS, ich habe einen extremen Anspruch an Waffen. Aber mich haben in den Review-Jahren auch einzelne Dinge sehr überrascht. Und das ist zum Beispiel dieser 120-Euro-Kracher von Bugatti Sport, der mega präzise geschossen hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier offen dran gehe, erwarte ich für 500 Euro eine Airsoft, die ich am ersten Tag benutzen kann, wo ich nicht tunen muss. Ohne Schusstest, ohne Daily-Test jetzt, und das werden wir nachreichen, wenn wir den Schusstest gemacht haben, würde ich sagen, kann man diese kaufen, auch für den Preis. Allerdings richte ich an Airsoft Systems eine Bitte, und zwar, dass man solche Dinge wie dieses Spaltmaß hier und solche Liefermängel wie das hier oder solche Druckgussstellen, die einfach unschön sind, ebenso den Springer, der so sehr stark hin und her wackelt, zu beheben. Und das ist auch ganz wichtig, hier müssen wir einfach besser werden, weil ansonsten ja, kann man ja, sich sparen, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist einfach unschön für den Konsumenten. Und wenn ich mir vorstelle, dass da die ganze Zeit ein Pisten hin und her rutscht und den Springer immer hoch und runter rappelt, einerseits ist das laut wahrscheinlich, auch das werden wir im Schusstest erst herausfinden, und andererseits hat man so ein unangenehmes Gefühl, dass das irgendwann mal bricht, dass irgendwas in den Teilen bricht oder was überkritisch ja, verwendet wird. Gleichzeitig könnte man den noch federgelagert darstellen, also den Spring Guide, dann würde der diese Schwingungen auch ausnivellieren. Also da müsste man, glaube ich, ein bisschen pfiffiger werden und ein bisschen sauberer darstellen. Gleichzeitig, ich bin davon Fan von Airsoft, die man von beiden Seiten steuern kann. Auch das fände ich schön. Ist jetzt kein Must-Have, aber schön. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir noch mal ganz kurz das Fazit hier drüber nach dem Schusstest kommen. Und ja. Kurzum, Fazit kompakt. Wer mit Airsoft anfangen wollen würde und ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte, also 500 Euro in dem Fall bei Bugatti, kann das hiermit tun, ist damit sofort ready und kann zocken. Ich weiß auch nicht, wie sich dieser Spring Guide zum Beispiel drauf ausübt und wie lang der laufen wird. Wenn der immer quer reinschlägt, also man immer quasi quer davor schlägt, kann es sein, dass das ein kurzer Spaß wird. Allerdings sind die restlichen Dinger extrem stabil und in Europa gefertigt. Also es ist wie immer so ein Pro und Contra und eine Abwägungssache. Eine klare Kaufempfehlung kann ich nicht aussprechen, aber man kann sie kaufen, wenn man mit den Schwachstellen zurechtkommt. So viel davon. Bis bald. Dann haben wir hinten
hat bis hier und jetzt lacht Teddy. War aber ganz gut. Auf jeden Fall geht es weiter dann mit den Anbauteilen, die mitgeliefert werden. Genau. Da haben wir jetzt angebaut eine Podestling. Oh, das habt ihr ja gerade schon im Video gesehen. Stopp. Ist das der Verschlussfanghebel? Verschlussfanghebel ist aus Kunststoff. Kannst du heute ein bisschen enthusiastischer gucken? Ich gucke gerade auf das Display, wo ich stehe. Ja, machen wir nochmal. Also bis dann. Oder meine Glocke in Polen. Oder die Glocke von Teddy in Polen, die ist leider seitdem Rest in Peace. Bitte Umarex reparieren und zurückschicken, danke. Ne, das kann man nicht drin lassen. kommt der, die Rail. Die Rail besteht, oder ist wahrscheinlich CNC gefrästes Aluminium. Fühlt sich ein bisschen scharfkantig an. Stört mich jetzt nicht direkt, aber ja. Ich sag mal, wenn du Handschuhspieler bist, sowieso nicht, aber halt, wenn du wirklich dann ohne Handschuh spielst, dann man merkt es doch deutlich an den Ausfüllungen von den M-Lock-Positionen, dass es doch relativ scharf nicht ist. Ich würde es trotzdem neu machen, außer stellt sich daneben. Warum? Ja. Oh. Na gut. Ich piss mich gleich ein. Ich brauche noch ein bisschen Outtakes, ne? Du hast einen Satz gesagt. Ready to go? Ja. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was wir gerade hier abgeliefert haben. Und ihr habt natürlich einen Kommentar da gelassen und uns abonniert. Da gehe ich natürlich von aus. Sollte euch irgendwie noch ein zweites Video interessieren oder ihr solltet das von Dash, also vom letzten Mal, vom letzten Angry Gear sehen wollen, das erscheint hier. Oder ihr sagt, mich interessiert eigentlich das letzte Video, was ihr hochgeladen habt. Ich glaube, das erscheint hier. Und beide sind natürlich sehenswert.